Ah, gut. Jetzt warten wir, bis sie weghuschen. Interessante Methode. Ich hatte nie viel Glück mit Ratten. Einmal habe ich in totaler Finsternis eine mit der Gabel erwischt, wollte mit meinen Hexersinnen angeben. Meisterlicher Wurf. Leider hat ihn sonst niemand gesehen. Wie auch im Dunkeln. Also, was denkst du? Rattenfängerin? Ein tiefer Fall für die Beraterin des temerischen Königs. Ich bin nur froh, dich gesund und munter zu sehen und... Versöhnlich? Bist du das oder tust du nur so? Gut, dass es zwischen uns keine Spannung gibt. Ich kannte mal einen, der auf alles mit Spott reagierte. Besonders auf Unglück. Gesunde Einstellung. Muss alt geworden sein. Eines Tages verlor er im Kampf beide Beine. Er zuckte mit den Schultern und sagte, dass sie ihn nie mehr schmerzen würden. Ich verstehe ihn sehr gut. Ich weiß, aber er hat sich in die Tasche gelogen. Ich glaube, er hatte einfach keine Wahl. Er hätte sich der Wahrheit stellen können. Vielleicht hast du recht, vielleicht hast du recht. Jeder lügt dann und wann. Aber sich selbst zu belügen, ist wie weglaufen, ohne eine Zuflucht zu haben. Manchmal ist Flucht die einzige Möglichkeit zu vergessen. Vielleicht hat dein Freund um seine Beine getrauert, aber davon sind ihm keine neuen gewachsen. Und? Wie geht es, Yen? Woher weißt du, dass ich sie gefunden habe? Du hast meine Frage nicht beantwortet. Wie geht's, Yen? Es geht ja gut. Nicht schlecht. Ich weiß nicht. Nicht schlecht. Willst du was Bestimmtes wissen? Nein. Ich habe die Antwort schon bekommen. Wir hätten mir anders antworten müssen. Ach, scheiße. Naja, geil. Sieh an, unsere Turteltauben schwatzen lieber als zu arbeiten. Die Arbeit ist getan. Geralt, das sind... Ich weiß, wer die sind, Triss. Freunde von mir, die mich gebeten haben, sie zu informieren, wenn ich einen Magier treffe oder eine Zauberin oder so. Hab's nicht übers Herz gebracht, sie zu enttäuschen. Eine Falle, Geralt. Das hat mir gleich nicht gefallen. Sagen wir, deine Freunde waren nie hier. Jetzt zahl den Rest und wir trennen uns friedlich. Das hast du nicht zu bestimmen, Mutant. Halt dich da raus. Wir sind wegen der Hexe hier. Wir sind unzertrennlich. Ihr müsst uns wohl beide mitnehmen. Geralt. Wenn du meinst. Gut, wir haben es besprochen. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Aber denkt dran, ich muss mich euch entgegenstellen. Jetzt reicht's mir aber mit dem Pisser. Mir auch. Sorgt dafür, dass die beiden hier ja nicht lebend rauskommen. und welcher Armee? Upsa. Sorry. Alter. Aua. Alter, schon wieder. Ey, kannst du mal bitte ein Schwert ziehen? Danke, Geralt. Dass du so lieb bist, ein Schwert zu ziehen. Mit einem Kampf. Achso, hab ich schon. Er hat ihn umgebracht. Ja. Dasselbe passiert auch mit euch. Wollt ihr Spaß verpassen? Willst du mich verarschen? Das ist doch ein Riesenspaß. Juhu! Kerl hat mich angeheuert, in der Annahme, dass er nicht zahlen muss. Reingelegt wie ein Kind. Wärst du nicht gewesen? Wir müssen Brandon finden. Ich weiß, Schatz. Für dich immer. Okay. Und wo ist denn Fettsack? Der bezahlt mehr als vorher vereinbart. So das Hundertfache. Hallo, Freund! Töte mich nicht. Guter Herr, bitte. Sie haben mich gezwungen. Sie hätten mir das Haus niedergebrannt oder das Warenlager, wenn ich es ihnen nicht gesagt hätte. Hexenjäger kennen keine Gnade.
Verschone mich, guter Mann. Sei nicht wie diese Mörder. Halt den Mund. Ich sollte dich töten. Aber tot nützt du nur den Möwen was. Also bleibst du am Leben und bezahlst uns doppelt. Sofort. Gut, euer Geld. Und jetzt zisch ab. Danke, Geralt. Sollst du auf dich aufpassen. Du solltest dir einen besseren Umgang suchen. Er war immer noch besser als manch ein Magier. Weißt du, ich hab nachgedacht, wer was über Ciri wissen könnte. Mir ist was eingefallen. Eine Traumdeuterin namens Corinne Tilly ist in der Stadt. Angeblich sehr fähig. Eigentlich habe ich den Fähigkeiten von Träumern nie getraut. Corinne macht gute Arbeit. Du solltest es zumindest versuchen. Sie hat in der Nähe einen Auftrag angenommen. Folge dem Kanal, weg vom Fischmarkt. Das Haus ist bei der ersten Brücke. Es gehört einem reichen Bankier namens de Jong her. Kommst du nicht mit? Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Noch ein rattenverseuchtes Warenlager? Nicht ganz. Viel weniger befriedigend. Aber so sind die Zeiten. Schön, dich wiederzusehen. War schön, dich wiederzusehen. Fand ich auch, Geralt. Du solltest jetzt gehen, bevor Corinne wieder irgendwo untertaucht. Und wenn ich dich wiedersehen will? Ich wohne in den Scherben, in der Nähe des Fischmarktes. Komm mal vorbei. Würde mich freuen. Alles klar. Bis dann. Viel zu kurz. Viel zu kurz. Hacken wir jetzt weiter noch eine Mission durch? Na gut, machen wir noch eine. Na, ist hier irgendwo noch ein verborgener. Hey du, hast du Studentenfohlen gesehen? Mann von Hurensohn? Zisch ab! Hast du irgendwas im Clown? Nö. Weiß ich nicht. Oh, wenn hier schon keiner das bewacht, dann bin ich doch mal so frei. Und bedienen uns mal. Ich glaube, ich habe mich verliebt. Im Leben muss man was riskieren und nicht einstecken. Der Typ sieht aus wie in einer von Joker. Skandalös! Mittelalterlicher halt Joker. Hey, Hübscher. Was muss ich tun, um deinen schönen Turn zu kriegen? Willst du Ringelflechte? Aha. Nicht unbedingt. Hä? Was ist denn das? Träume von Nilfgaard. Achso, muss ich einmal rumlaufen. Ah, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Oh. Kommst du zufällig vorbei, Wanderer, oder suchst du was Bestimmtes? Wer will das wissen? Rudolf de Jonkher. Von den de Jonkhers. Ja, meine Ahnen haben das Fundament dieser Stadt gelegt. Jetzt besitze ich die größte Bank hier. Ich brauchte keine Empfehlung. Der Name hätte gereicht. Vater sagte immer, alle sollen deine Vorzüge sehen, Sohn. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Ich suche nach Corinne Tilly. Dann bist du hier richtig. Corinne ist drinnen, seit ein paar Tagen schon. Träumt von der Geschichte des Hauses. Weshalb stehst du hier? Willst du nicht selber sehen, was drinnen vor sich geht? Ich bin Bankier. Geisterhäuser ängstigen mich. Weißt du nicht, dass so etwas Gift für den Immobilienpreis ist? Außerdem wollte Corinne nicht gestört werden. Warum interessiert dich die Geschichte des Hauses? Bist du Historiker oder ist es Liebhaberei? Ich habe das Anwesen vor kurzem gekauft und nicht billig, wie ich hinzufügen darf. Dann bemerkte ich Störungen. Ich habe den Verdacht, dass es hier spukt. Welche Anzeichen gibt es? Oh, verschiedene. Gekicher, nachts, Möbel, die sich auf dem Dachboden bewegen. Und letzte Woche, nicht zu glauben, aber da fand ich menschliche Fäkalien im Flur. Klingt eher nach einem Häuserbesetzer als wirklich nach einem Spuk.
Darf ich rein? Ich würde gerne reinkommen und mich umsehen. Eigentlich lasse ich keine Fremden bei mir rumstöbern. Aber die beiden Schwerter, du bist ein Hexer. Dich lasse ich rein, Marotte von mir. In Wahrheit sind wir schon von den Schwarzen abhängig, wirtschaftlich. Ja, okay. Ich mache mir noch was rein. Na, wenn das hier so teuer war, dann müssten sie auch ein paar nette Sachen haben. Erstmal wieder alles plündern. Ich lese hier nicht mal mehr die Sachen so vor. Das sind immer dieselben. Bärenfell. Ja. Der wir noch einen Haufen Drecks gehören. Geh weg! Tu das nicht! Lass das! Okay. Öffnen wir doch mal. Stell das bitte hin. Das ist Blut. Nicht verschütten, bitte. Hey. Da hat in die Kräne wirklich nach mir jemand geworfen. Ich mache das immer wieder gern. Feuerschaden. Druckwelle. Steht aber nicht nett hier. Kavalleriehosen. Dreck. Relikt. Kommt man denn wieder hoch? Ich hoffe es. Silber. Bisschen was zu saufen. Kavalleriehosen. Also nichts Wirkliches vom Wert. Ich sollte lernen, die Leiter zu benutzen. Halt! Geh weg! Tu das nicht! Lass da! Das sind aber übel. Danke! Das war doch eins von denen. Na, was Hänschen ist. Mach auf, vielleicht ist es nur ein Traum. Mach auf. Die Puppe. Der Dachboden. Na schön. Mal auf dem Dachboden nachsehen. Stell das bitte hin. Das ist Blut. Nicht verschütten, bitte. Aber, echt niedlich. Irgendwie sehen so alle Frauen hier aus, habe ich so das Gefühl. Halt! Geh weg! Tu das nicht! Lass das! Okay, hier kommen wir. Was haben wir hier? Hier geht's zum Dachboden. Okay. Wir brauchen eine Puppe anscheinend. Stell das bitte hin. Das ist Blut. Nicht verschütten, bitte. Na, oder auch nicht. Hey, hey. Halt! Geh weg! Tu das nicht! Lass das!
Nur noch die Schockwelle, dann nehmen wir Schutzschild. Also wenn es eins ist wie Hänsel, naja, wie auch immer der Kleine bei den Kindern hieß. Ich habe ein schwaches Gedächtnis, was Namen angeht. Man kommt nicht in den nächsten Raum. Doch, natürlich. Du bist Geralt. Wofür hast du die Telekinese? Quicksilver. Ich mag das. Naja, wird ja verkauft. Also hat kein Interesse daran, hier herumzueiern. Puppe. Eine Zeichnung eines Kinderbettes. Das bestimmt gleich angucken. Ui. Ja. Oh, jetzt gucken wir uns mal die Sachen an. Sieht mal ganz stark an. So, die Zeichnung. Papier, auf der hastig ein Kinderbett gemalt wurde, anscheinend von einem Kind. Und eine Lumpenpuppe. Im ersten Stock stand eine Wiege. Was wohl passiert, wenn ich da eine Puppe reinlege? Tja, das müssen wir herausfinden, Geralt. Das weißt du doch. Wir finden immer so gerne alles raus. Echt? Stand da irgendwo eine Wiege? Kann ich mich daran erinnern. Im ersten Stock? Stand hier eine Wiege? Oh, tatsächlich. Ja, das speichern wir doch mal vorher. Finde heraus, warum die Tür zugefallen ist. Ja, super. Noch ein Meisterwerk. Ein Ofen, ein verrußter Rost. Hurra, ein Rätsel. Im Keller war doch ein Ofen. Vielleicht finde ich da den nächsten Hinweis. Also beim Monster wäre mir lieber. Muss ich ehrlich gestehen. Na gut, diesmal nehmen wir aber die Treppe. Oder die Leiter. Ein großer, tapferer Mann hatte Angst vor der kleinen Sarah. Ist das dufte? Ich würde das nicht machen, Sarah. Vielleicht erschreckst du mal jemanden derart, dass er dir was antut. Warum sollte mir jemand was antun? Darf man sich nicht mehr amüsieren? Was spielst du denn? Die Frau ist eingeschlafen. Und ich habe ihr ein paar fürchterliche Träume geschickt. Ich weck sie auch nicht. Das könnte ich. Lustig, nicht? Sehr lustig. Aber ich muss mit der Träumerin reden. Lass sie doch bitte aufwachen. Klein Sarah will nicht, dass sie aufwacht. Klein Sarah will spielen. Ich weiß, dass du nicht gefährlich bist. Das ist kein Spiel. Ich weiß, dass du ein harmloser Göttling bist. Aber andere wissen das vielleicht nicht. Und dann... Woher willst du wissen, dass ich ein Göttling bin? Woher, Wenn jemand so aussieht und sich so benimmt, glaub mir, du bist einer. Du verschaffst der Träumerin Albträume und lässt sie nicht aufwachen. Warum quälst du sie? Ich quäle niemanden. Albträume sind toll.
Vor allem, wenn das große Huhn mich jagt. Es hat so rote... Warum lebst du in einem Geisterhaus? Ich verrate dir ein Geheimnis. Es spukt dir überhaupt nicht. Ich tue nur so, damit das alle denken. Das Haus stand so leer rum. Da bin ich eingezogen. Dann hat's der Großkotz von der Bank gekauft. Ich mag Bankiers nicht. Erst recht nicht als Mitbewohner. Also habe ich ihn erschreckt. Du hast ihn wirklich arg erschreckt. Sieh mal, er hat so viel bezahlt für das Haus. Da gibt er nicht einfach auf. Du musst dir was anderes suchen. Will ich aber nicht. Will nicht, will nicht. Treffen wir eine Vereinbarung. Dann muss ich dich rauswerfen. Nee, treffen wir eine Vereinbarung. Novigrad ist kein Ort für einen Göttling. Aber wenn du hier leben willst, bitte. Lass uns eine Abmachung treffen. Eine Abmachung? Lass die Träumerin in Ruhe. Und ich sag dem Bankier, dass man das Haus nicht von seinem Fluch befreien kann. Das würdest du ihm sagen? Und wenn er dir nicht glaubt? Ich bin ein Hexer. Er wird mir glauben. Ja, ja, ja. Ich verspreche dir auch, dass ich deine Freundin ganz und gar in Ruhe lasse. Du bist schrecklich nett, weißt du das? Das höre ich nicht oft. Danke. Dann weck die Schlafmütze auf. Ich mach nichts. Sie wird aufstehen. Ich mag diese Göttlinge. Ach, du meine Güte. Oh, die Göttlinge sind süß. Aber uralt. Und machen immer Späßchen, nehme ich mal an. Wer bist du? Triss Merigold schickt mich. Götter, grässliche Albträume. Ich sollte die Geschichte des Hauses träumen, aber stattdessen sah ich hungrige Möbel, die mich fressen wollten. Ich weiß, es hört sich albern an, aber der Traum, er war viel zu real und gar nicht komisch. Das war ein Göttling. Sie wollte allen weismachen, dass es in diesem Haus spukt. Sie hat auch deine Träume mit ihren Scherzen garniert. Und du konntest mich wecken? Ach, welch ein Glück. Wir Hexer haben unsere Methoden. Ich danke dir vielmals. Diese Träume waren fürchterlich. Kann ich mich revanchieren? Kannst du. Ich suche nach einer jungen Frau, die in Novigrad gesehen wurde. Vielleicht kann ich dir helfen. Aber zuerst muss ich den Kopf frei bekommen. Der ist nach diesen absurden Träumen wie voller Spinnenweben. Triff mich im Goldenen Stör. Da habe ich ein Zimmer. Gut. Wir sehen uns dort. Oh ja. Ein einsames Zimmer, das finde ich gut. Dafür geht auf jeden Fall Ärger mit dem Bankier. Aber was soll's. Scheiß drauf. Aber trotzdem hat man ja immer noch Geräusche und so. Ich denke, man nimmt es mir wohl ab. Ups. Ich sah Fräulein Corinne gehen, aber sie wollte nicht mit mir sprechen. Ist das Problem gelöst oder ist das Gegenteil der Fall? Im Haus spukt es immer noch. Ich krieg den Fluch nicht gebrochen. Ich weiß, was da spukt. Eigentlich beides. Ein Dämon hatte sich Corinnes bemächtigt. Ich konnte sie befreien, aber im Haus spukt es noch immer. Hat sie die Geschichte des Hauses geträumt? Ja. Recht scheußlich offenbar. Sie wollte gar nicht drüber reden. Hier sollte niemand wohnen. All die Kronen, die ich bezahlt habe. Naja, ich lande schon nicht im Armenhaus. In Wahrheit sind wir schon von den Schwarzen abhängig, wirtschaftlich. Herr, ich bitte um Entschuldigung. Ja, aber mindestens, ne? So, jetzt treffen wir uns nochmal mit der kleinen, süßen. Ja, machen wir bis Morgengrauen. In der Nacht sollten wir uns nicht so herumtreiben. Und ich glaube, wir sollten nochmal einen Schmied aufsuchen und sowas. Noch mehr Treibgut aus Temerien. Du ne Chase. Ja, klar. Autsch.
Hurensohns Leute. Oder einer von Hurensohns Leuten. So viel. Geil! Woo. Das haben wir auch gesehen, die sind eben alle runtergesprungen. Gibt's dort was? Vielleicht gibt's ja da unten was. Lass nur die Ratten sehen. Nee, ist wohl nur ein Bug. Ja, war aber geil. Wie die alle so schön in der Reihe hochgelampt, hochgejumpt sind. Wirklich faszinierend. Ah. Da ist ein Händler. Ist hier der Händler? Hallo! Wir können es gleich hier treiben oder bei mir. Du hast die Wahl. Danke. Wollen wir gucken. Du wirst echt irre aussehen. Auf mir drauf. Komm wieder. Grüß dich. Oh, die Welt geht unter. Ein Hexer hat mein Bordell betreten. Was ist daran seltsam? Du bist seltsam. Jeder weiß, dass Hexer wieder natürliche Mutanten sind. Und dies ist ein anständiger Puff. Hier haben die Nutten Prinzipien. Also, spuck's aus. Bist du in der Hose sortiert wie ein normaler Mann? Als ich zuletzt nachgesehen habe, war alles da, wo es hingehört. Ich möchte Zeit mit einem Mädchen verbringen. Ich will was kaufen. Was hat denn hier? Hast du was zu verkaufen? Was kann man denn hier denn verkaufen? Was kann man hier kaufen? Nix, ne? Parfüm kann man kaufen. Bildnis eines Ofens. Das ist ja geil. Ja, kann man nicht alles verkaufen. Wäre interessant, wenn man seine Tränke verkaufen könnte. Bis dann. Ah ne, warte mal. Na, mal kurz nochmal kurz speichern. Naja, nicht so, dass wir jetzt die Hosen runterlassen, ne? Sonst müsste ich wieder zensieren. Regt sich etwas Lust in deinem Mutantenherzen? Sag mir mal. Ich möchte etwas Zeit mit einer deiner Frauen verbringen. Ja, aber du nimmst die, die ich dir gebe. Wenn du dir selber eine aussuchen willst, kostet das extra. Das ist eine materielle Welt und ich bin ein materielles Mädchen. Hey, Süßer, gefalle ich dir? Ja. Bertha. Interessant. Eigentlich sollten wir das ja weitermachen, ne? Hure. Netter Name. Hure. Noch eine Hure. Wir können das ist ja alles voller Huren hier. Oder bei mir. Du hast die Wahl. Nein, nein. Aber die Herzen, die zeigen halt, welcher Mann. Naja. Ihr wisst schon. Ich nehme an, man kann nur mit dem Namen.